Heute geht es um stabilen pH-Wert in eurem Koi-Teich. Mein Name ist André Ahrens von Koipon. Wenn euer Koi-Teich keine ausreichende Carbonathärte hat, besteht die ganz große Gefahr, dass euer pH-Wert in 24 Stunden dramatisch rauf und runter geht. Morgens und abends sind schon ganz deutliche Unterschiede festzustellen. Damit diese Schwankungen aufgehoben werden, braucht ihr eine vernünftige Carbonathärte. Die Carbonathärte wird reduziert durch zum Beispiel viel Regenwasser oder durch viel Belüftung im Teich. Daher bitte jede Woche Carbonathärte im Teich messen. Ihr nehmt einfach mit diesem einfachen Test 5 Milliliter Wasser aus eurem Teich, füllt das beiliegende Messgefäß, nehmt einen weißen Untergrund, der erste gute Tropfen kommt rein und ihr seht, die Härte wird blau angezeigt und jetzt kommen Tropfen dazu, 1, 2, 3, 4, 5, das Wasser ist immer noch blau. Jetzt fängt es an gelb zu werden, das heißt, dieses Wasser, was wir hier gerade messen, hat eine Härte von gerade noch 5 und könnte in Kürze wieder aufgehärtet werden. Also, möglichst wöchentlich messen, es gibt einfache KH-Tests. Ist der Härtewert nicht vorhanden, bitte mit zum Beispiel Härte Plus aufhärten. Dankeschön. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Lasst uns euren Daumen da, abonniert unseren Kanal und gebt fleißig Kommentare ein.